Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, den ersten fällt auf, bestimmt. Die Kamera hat ihre Position gewechselt, nämlich von der linken Helmseite auf die rechte. Der Grund ist eine wesentliche Neuerung. Nämlich für meine Schottland-Tour ist ein anderes Intercom gekommen. Und zwar habe ich nämlich nicht mehr dieses Cardo. Das Cardo Scalarider Freecom 4. Sondern ich habe mir meines Währens zu trotz doch jetzt mal ein Sena gekauft. Nämlich das 30K. Und das erste, was mir beim Helm auffällt, es ist ein bisschen lauter geworden. Nicht, weil dieses Intercom so extrem scheiße ist. Senas sind von der Qualität her halt auch gut, genauso wie die Cardos. Nur baut dieses Sena so dermaßen auf, dass es halt mehr Verwirbelung gibt und die halt Geräusche erzeugen. Ja, man kann ja nicht alles haben. Wenn ich mal so mein altes Cardo vergleiche, das war mal eben halb so dick wie das Sena und ein Bruchteil von der Fläche, die es am Helm einnimmt. Also das Sena ist schon wirklich ein richtig fettes Teil. Boah. Ja, irgendwie muss die Technik ja untergebracht werden. Allerdings hat Cardo schon seit Jahren ein Intercom mit Mesh-Funktion, nämlich dieses Spec-Talk. Sena hat ja mit dem 30K nachgezogen, oder musste ja mit dem 30K nachziehen, mit der Mesh-Funktion. Und da ist das Bedienelement genauso groß wie beim Freecom 4. Ja, Cardo hat es so gelöst, dass die das Intercom 2 geteilt haben, dass die Mesh-Einheit ist nachher richtig hinten am Helm. Also hinten, das haben sie zwei geteilt. Finde ich eine gute Idee. Hat Sena leider nicht gemacht. So, am Rand. Ich hoffe, dass die Kameraposition passt. Das Schwanenhalsmikrofon für die Kamera habe ich auch noch ein bisschen anders verbaut. Ich hoffe, dass der Ton passt. Mal sehen. Wenn nicht, ist das alles kacke halt, ne? Aber ja, so wie das aussieht, passt die Kameraposition. Und ja, ihr habt ein relativ gutes Bild. Ich werde mich jetzt nämlich gleich mit dem Ralf treffen. Neben dem Ride Alone und dem Olli fährt er nämlich auch mit nach Schottland. Er ist aus unserer WhatsApp-Gruppe und er hat gefragt, ob er sich anschließen dürfte. Er kommt aus Wesel und wollte auch dieses Jahr nach Schottland und ja, da hat er sich uns angeschlossen. Er fährt übrigens eine BMW F800 GS, keine große GS, wie der Chris. Sprich Boxer GS und ja, das hat dem Grund, und, weil er halt nicht so groß gewachsen ist wie der Chris. Ja, wenn ich mir persönlich eine GS kaufen würde, also wenn GS draufstehen müsste, würde es auch aus der F-Reihe sein.
Ich denke mal wohl eher die F850 GS. Weil, einfach aus Platzgründen. Nicht, weil ich das Motorrad von der Länge her nicht richtig hinbekomme, weil das Motorrad einfach wegen dem Boxermotor zu breit ist. Weil ich kriege dann nämlich Auto und Motorrad nicht zusammen in die Garage und ich möchte, dass beide Fahrzeuge in die Garage passen. Na gut, es gibt auch noch ein paar andere Alternativen. Eine Kawasaki Versus, Suzuki V-Strom oder Honda Africa Twin. Wobei ich glaube, ich die Africa Twin vorziehen würde, aber ich glaube, die ist mir zu groß. Ich komme da kaum drauf auf diesen Bock. So, wir haben jetzt 9:45. Dieses Mal bin ich nicht zu spät dran. Und da vorne ist auch schon Thunderbike. Ich habe grün. Ich sehe nichts wegen der Sonne. Der Ralf scheint noch nicht da zu sein. Also wir sehen uns gleich. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Lang. Nicht, der Ralf scheint auch nicht da zu sein. Also, wir sehen uns später. Ja, eigentlich war es jetzt geplant, mit dem Ralf weiter Richtung Grafmühle nach Bottrop, Kirchhellen zu fahren. Nur hat sich jetzt gerade seine F800 gedacht, nö, ich überhitze mal. Der ist jetzt an der Werkstatt. Mieserweise, Ralf, bekomm bitte dein Motorrad bis Schottland fit, dass das nicht passiert. Ja. Und da ich gerade so über Fahrzeuge rede und auch jetzt gerade auf dem Weg zu einer Motorradwaschanlage ist, die in der Nähe von Grafmühle ist, in Kirchhellen, habe ich mir gedacht, ich rede mal über Fahrzeuge, die ich mal absolut gerne fahren möchte. Mir geht es einfach nur ums Fahren. Es sind Autos dabei, es sind Motorräder dabei. Es ist also alles dabei. Und da fange ich einfach mal an. Dem ersten Auto, das ich unbedingt mal fahren möchte, das ist ein VW Käfer. Also, ich mag Oldtimer, unter anderem auch den Käfer. Ich möchte einfach mal wissen, wie sich so ein alter Käfer fährt. Es ist mir auch echt scheißegal, welches Modell. 1200er, 1300er, 1303, egal welchen Käfer. Hauptsache, es ist ein alter Käfer. Und ich fahre den mal. Ich möchte unbedingt mal mit so einem alten Boxermotor fahren. Mit so einem alten Auto.
Ich finde diese Form schön, diese Rundung, dieses Schnarren von diesem Boxer. Also der hört sich ja echt interessant an, dieser Motor, diese Brrm, Brrm. Und das möchte ich unbedingt gerne mal selber erfahren. Und da ich auch wirklich ein VW-Fan bin, geht es weiter mit dem nächsten Auto. Und das ist der Golf 1. Ich als Besitzer eines oder ehemaliger Besitzer eines VW Golf 3 weiß natürlich, wie sich die dritte Generation fährt. Mein Bruder hat auch einen Golf 2. Also weiß ich auch, wie sich die zweite Generation anfühlt. Aber die erste Generation bin ich noch nicht gefahren. Die vierte Generation bin ich schon mal gefahren. Die fünfte Generation hat mein Vater besessen. Die sechste Generation hatte ich mal als Leihwagen. Genauso wie die siebte Generation weiß ich auch, wie die fährt. Mein Vater hat mittlerweile die siebte Generation aktuell. Die einzige Generation des VW Golfs, die ich noch nicht gefahren bin, ist die erste Generation. Dann habe ich alle abgehakt. Ja gut, die achte Generation steht jetzt in den Startlöchern. Also steht die auch noch auf der Liste, aber es gibt noch keine. Wie gesagt, erste Generation Golf möchte ich unbedingt noch mal fahren. Also ich finde die irgendwie drollig. Ja, und es gibt nicht nur Volkswagen, die ich gerne fahren möchte, es gibt auch andere Marken, nämlich Opel Manta A. Ich finde den so hübsch. Also, bevor ich mir zum Beispiel so einen alten Mustang hole, Opel Manta A, absolut geiles Teil. Hat so wirklich so ein bisschen Ähnlichkeit mit diesen amerikanischen Straßenkreuzern. Ist aber wesentlich schöner. Und kommt aus Deutschland. Und wenn Opel, glaube ich mal, eine neue Generation Manta aufleben lassen würde, die Leute würden Opel das Ding aus der Hand reißen. Weil es gibt noch viele, viele Leute, die sich an ihren alten Manta erinnern und auch ganz gerne wieder so Dinge hätten. Und wenn Opel da das so ein Ding wieder bauen würde, das wird sich verkauft wie geschnitten Brot. Also Opel Manta, generell die erste Generation Opel Manta, würde ich auch echt gerne mal fahren. So, und da kommen wir auch zum letzten Auto auf meiner Liste. Zum letzten Auto, ja. Und das ist halt der luftgekühlte Porsche 911. Egal welche Generation Porsche luftgekühlt, auf jeden Fall 911 luftgekühlt muss es sein. Ich finde die Dinger so schön. Ich war ja auch im Porsche Museum, eine Menge altes Blech und eine ganze Menge schönes altes Blech. Also leider ist der Tag auch mit einer schmerzhaften Erinnerung verbunden, nämlich an dem Tag habe ich leider die 750 verloren. Ach, das war ein schönes Motorrad. Und da finde ich auch direkt die Überleitung
wenn ich rede, 750, möchte ich ganz gerne die CB 750 vormal fahren. Nämlich die erste Generation 750, luftgekühlt. Eine oben liegende Nockenwelle, etwas weniger PS als meine. Aber ein Sound ohne Gleichen, das Ding ist laut, so dermaßen laut. Darfst du auch. Und natürlich damals eine echte Wucht, die 750er Honda. Ach ja. Ach, ist das doch schön, einfach so stark beschleunigen zu können. Aber wie gesagt, ich find sie auch schön. Ich mag einfach diesen Stil dieser Naked Bikes. Deswegen habe ich mir auch wieder was im gleichen Stil gekauft. Aber leider nicht luftgekühlt. Die hier ist wassergekühlt. Wie gesagt, 750er Honda, erste Generation, also die 750 vor, möchte ich ganz gerne mal fahren. Wird sich wohl bestimmt mal irgendwann die Gelegenheit bieten, dass ich so ein Ding mal fahren darf. Ja. Auf jeden Fall echt sehr schön. Und da kommen wir nochmal zum nächsten Motorrad. Und da kommen wir zum nächsten Motorrad. Ja, jetzt steinig mich nicht. Eine BMW GS Boxer würde ich einfach mal ganz gerne fahren, um mal zu wissen, warum wollen alle so Dinge fahren? Warum? Deswegen, um es wirklich herauszufinden, aber ich denke mal, dass ich diese CW 1300 so schnell nicht eintauschen werde gegen eine GS. Wie gesagt, eine Boxer GS passt bei mir nicht in die Garage, wenn mein Auto mit drin stehen soll. Also wird es auch erstmal nicht dazu kommen, dass ich mir so ein Motorrad kaufe. Und außerdem fühle ich mich persönlich noch nicht bereit. Zusätzlich kommt noch dabei, dass mir einfach zu viele von den Dingern rumfahren. Und diese Motorräder es einfach nur so häufig gibt. Also ich muss nicht ein Motorrad fahren, was jeder fährt. Da ist hier die CB 1300 doch echt nicht so verbreitet. Aber sieht natürlich hammermäßig aus. Und wie gesagt, BMW GS Boxer möchte ich echt mal gerne fahren. So, da sind wir auch schon. Hier sollen irgendwo eine Motorradwaschanlage sein. Ah, da vorne steht es auch schon. Die ist jetzt gleich für mich und dann wollen wir mal testen. Schauen wir mal. So, da wir die 1300 gewaschen. Sieht man nicht viel.
So, das bisschen, was man sehen konnte bei der Waschanlage, habt ihr bestimmt jetzt gerade gesehen. Ich muss sagen, Ergebnis sehr zufriedenstellend. Das Ganze kostet 15 Euro. Und jetzt werde ich unterwegs sein zu den anderen nach Grafenmühle. Und demnach, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich um einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert mich. Fragen, Anregungen, Kritik, wie immer, unten rein in die Kommentare. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.